Vor einigen Jahren, wie viele es waren, mag wohl niemand genau zu bemessen. Ich glaube, es war zwischen Vormärz und Mai. Aber wann habe ich wirklich vergessen? Da wuchsen dort Bäume, wo Stuttgart heute wächst. Und die Luft schmeckte ein bisschen nach Hopfen. Ein Sound wie von einer Entspannungs-CD. Ein Spechtwelpen übte das Klopfen. Berge, als ob sich die Erde aufbäumt, um den Himmel ein Stück zu berühren. Täler wie schützende Arme gemacht, um den Neckar zur Mündung zu führen. Da wohnte bei einer Thermalwasserquelle in 4 selbstgezimmerten Wänden der Eulenmann, der deshalb Eulenmann hieß, weil er mit den eigenen Händen Eulen verkaufte. Das war sein Beruf und seine Berufung, sein Leben. Ein Bild einer Eule hing an seiner Wand und der Kehrwochenplan hing daneben. Vom ersten Moment, wo die Euleneischale zerbrach, war er bei seinen Tieren. Die Küken zu füttern, die Jungen zu wärmen, um dann mit den Tieren zu trainieren. Denn die Eule war damals als Nutztier begehrt. Ich konnte es ja selber kaum fassen. Als treuer Begleiter, als Helfer im Haushalt, denn auf Eulen kann man sich verlassen. Der Eulenmann brachte die fertigen Eulen zum Markt, um sie dort zu verkaufen. Die Eulen flogen den weiten Weg in die Stadt, der Eulenmann musste ihn laufen. Da kam eines Tages der Mann mit den Hühnern und bot an, auch die Eulen anzubieten. Dann könne er sich doch die Anreise sparen und man musste nur einen Stand mieten. Eine Verkäuferin sprach den Eulen und den Hühnermann an, sie könnte doch beides verkaufen. Da könnten sie beide daheim bleiben und müssten nicht mehr den weiten Weg laufen. Das hörte der Landwirt und schlug ihnen vor, das Futter für beide zu produzieren. Das könne er gut und da könnten sie sich auf die Vogelzucht mehr konzentrieren. Der Handkarrenmann bot seine Handkarren an, um das Futter für sie zu transportieren. Da könne er gleich auf den Rückweg dann noch die Vögel zum Markt eskortieren. Mit dem Holzmann vereinbarte er außerdem, das Holz zu dem Kunden zu bringen, zum Bau neuer Karren und Vogelvolieren oder anderer nützlicher Dinge. Man schloss sich zusammen und half sich einander. Die erste Supply Chain entstand. Und sie schmiedeten so eine unsichtbare Kette, die sie alle miteinander verband. Da trat in die Gruppe ein Mann aus Athen, der hörte von der Güte der Eulen. Es gebe in Athen ein Problem mit Insekten, die befielen die antiken Säulen, und orderte gleich seinen Jahresbedarf Eulen, dass die Wirtschaft in Württemberg wuchs. Kraftvoll, elegant und unheimlich sparsam, wie Eulenflügel während des Flugs. Der Handkarrenmann fuhr die Eulen nach Athen und der Eulenmann baute daheim eine Großraumvoliere, denn die Nachfrage stieg, da wollte er darauf vorbereitet sein. Der Landwirt erhöhte die Kornproduktion, auch der Hühnermann machte Profit, denn der Mann aus Athen sah die Güte der Hühner und bestellte einen 10er-Pack mit. Das ging eine Zeit lang sehr gut, aber dann kam ein Sturm und zerstörte das Korn des Landwirts und schon war das Futter der Hühner und Eulen auf einmal verloren. Doch der Eulenmann kriegte davon nur nichts mit und die nächsten Küken würden bald kommen. Die Verkäuferin hatte gerade für ein Kassensystem einen Kredit bei einer Bank aufgenommen. Doch die Eulen der Wald hatten so gute Arbeit und die Nachfrage wurde so stark, dass der Eulenmann nur noch fürs Ausland herstellte, aber nicht für den heimischen Markt. Das Holz für noch weitere Großraumvolieren wurde gerade beim Landwirt verbaut. Der hatte gerade weitere Felder gepachtet und der Marktlage zu sehr vertraut. Der Versand der Produkte lief auch nicht so gut. Denn der Zoll wurde zu einem Problem. Es fehlten meistens irgendwelche Papiere für die Verbringung der Eulen nach Athen. In Württemberg wartete man auf das Geld und die Rechnungen wurden gemahnt. Denn in der Wirtschaft sind alle Akteure irgendwie miteinander verzahnt. So hatte man also zu wenig Eulen und zu wenig Futter für mehr, ein Kassensystem, aber ein Cashflow-Problem und Ärger mit dem Warenverkehr. Für ein Krisengespräch trafen alle zusammen, auf dem Markt. Und während man sich beriet, erschien eine Fremde und sagte beruhigend, mir ist klar, was hier gerade geschieht. Operational Excellence in der Supply Chain als Ziel ist ohne Support doch kaum zu erreichen. Doch mit meinen Solutions für Logistikmanagement stelle ich für euch die richtigen Weichen. Und alle so, hä? Und die Fremde so, Software? Und alle so, was soll das sein? Und sie nahm sich die Zeit, um es ihnen zu erklären und sie ließ sie nie wieder allein. Die Fremde blieb an ihrer Seite und half, die Logistik weiter zu optimieren. Nicht nur in Württemberg, überall auf der Welt konnten Menschen von ihr profitieren. Denn in Glasfaserkabel verbundenen Zeiten, in einer sich wandelnden Welt, in der die Distanzen sich ständig verringern und die doch immer weiter zerfällt, in der sich die Bruchteile einer Sekunde zu riesigen Zeiträumen dehnen, in denen so viele Vorgänge vorgehen und so viele Dinge geschehen, in der wieder Grenzen und Misstrauen wachsen und die Ängste sich multiplizieren und offene Menschen, offene Systeme und offene Kommunikation sich isolieren, schwebt das Ich 4.x in künstlichen Hirnen mit dem Kopf in der schönen Wettercloud. Da brauchen wir jemanden mit Gesamtüberblick, der die Logistik der Welt überschaut. Ein Bergführer durch das Big Data Gebirge, der transparente Lieferketten aufbaut, der in Echtzeit über alles die Kontrolle behält. Ein Partner, auf den man vertraut. Dort bei den Hügeln
wo sich die Erde aufbäumt, um den Himmel ein Stück zu berühren. Dort, wo die Täler wie schützende Arme den Neckar zur Mündung hinführen, dort ist der Ort, wo die Kette zu wachsen begann. Es riecht heute noch ein wenig nach Hopfen. Dort steht jetzt ein Haus, das für Offenheit steht. Es hat kaum Türen, um an ihnen zu klopfen. Eine Denkfabrik für die ganz großen Ideen, wo man überzeugt ist von dem, was man tut, wo man sich die Zeit nimmt für die große Entwicklung, ein Ort für den ganz großen Mut.